Ampelausfall durch technischen Defekt. Oh, Ampelausfall. Reparieren Sie die Ampel schnell, bevor es zu Unfällen kommt. Das kriegen wir hin. Ja, schönen guten Tag, meine lieben Freunde. Ich bin Hans, Antons Urlaubsvertretung. Anton ist im Urlaub, ich vertrete ihn. Ich hoffe, ich mache das gut. Ich kann jetzt noch nichts sagen, aber ja. So, ich habe jetzt die nächste Woche, wenn Anton im Urlaub ist, die Kontrolle hier. Ich bin voll motiviert, ich werde auch den Kanal versuchen zu übernehmen. Und ja, jetzt müssen wir uns erstmal um die kaputte Ampel kümmern. Und ja, Anton macht nämlich gerade schön Urlaub, er ist ein bisschen Camping machen. Camping mit dem Wohnwagen. Ist das denn überhaupt noch Camping? Ich weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall werde ich jetzt, hat er mir die Verantwortung eine Woche lang für den Kanal übertragen. Ich soll mich ein bisschen kümmern. Ich hoffe, ihr kriegt das hin. Ich bin hoffentlich eine würdige Vertretung. Und ja, ich will den Kanal an mich reißen. Habe ich mir jetzt mal überlegt. Während Anton, der kriegt das ja gar nicht mit. Wenn das Video 100 Likes kriegt, denn übernehme ich den Kanal. Ich spreche das mit Anton ab. Ich hoffe, der hat da nichts gegen. Wenn doch, habe ich ein Problem. Na mal sehen, wir schaffen das. Gemeinsam sind wir stark. Oder was sagt ihr dazu? Schon unterwegs. So, Vattenfall ist da. Lassen wir den Vattenfall-Techniker doch mal aussteigen und einmal die Ampel reparieren. So, ja. Wie geht euch das so? So, macht ihr auch Urlaub? Es sind Sommerferien, also zumindest in MacPom. Ich weiß nicht, wie das in den anderen Bundesländern aussieht, aber in MacPom ist momentan Sommerferien. Anton hat Urlaub. Also Achtung, randalierende Zivilperson. Festnehmen und abtransportieren. Polizei. Wenn nötig, versorgen Sie alle Opfer und transportieren Sie sie ab. Da schicken wir auch gleich noch ein RTW hin, weil nicht, dass er umgeboxt wird. Tatü, tata. Geh los. So. Wenn euch dieses Video mit mir hier, mit mir Hans, gefällt, lasst doch mal einen Daumen. Oh, da kippt er auch schon um. Oi. Geht das? Nein, das geht nicht. Das ist ja doof. Absitzen. Hol mal deine Pistole raus und nimm den fest. Achtung, Brandausbruch. Ursache offenes Licht und Feuer. Löschen Sie alle Brände. Ach du Kacke. So, wir haben ein Feuer. Wir alarmieren mal nach hier. Jetzt soll ich noch da alarmieren. Jetzt habe ich alarmiert. So, der ist schon wieder in sein Auto drin. Oh, Leute. So, das ist ganz schön anstrengend. Oh. Ich wette, ihr habt das sowieso schon mitgekriegt, dass ich das bin. Einmal bitte Streife. Was? Bloß Ersatzzug oder was? Ich wollte sagen, hier, der Zug fährt raus. Da kommt ein zweiter, jetzt einfach nur ein zweites Haar. Hä? Fahrzeug 39 hört. Warum? Habe ich verklickt? Schon unterwegs. Ja, wahrscheinlich. Absetzen, Feuer. So. Ja. Ich begrüße euch auch nochmal recht herzlich, nachdem ihr so freundlich von Hans empfangen wurdet, ne? Ja, Hans hat das, glaube ich, weiß ich nicht ganz so begriffen. Der sollte eigentlich bloß Urlaubsvertretung für mich machen, aber den habe ich mir so gedacht, nee, Hans ist mir zu anstrengend. Und dann habe ich doch gesagt, nee, Hans, lass mal, ich mache das lieber. Bin unterwegs. Auf jeden Fall, momentan bin ich im Urlaub. Also, wenn ihr das Video guckt, jetzt wo ich aufnehme, das natürlich noch nicht. Aber im Moment bin ich am Urlaub. Ein bisschen Camping machen. Am Blitzsee. Und ja, erstmal. Ich habe meinen Timer wieder mal vergessen. Ich will. Oh, der läuft schon seit 42 Stunden. 42 Stunden? Nee. 42. Das sind 5 Stunden. 42 Tagen, 5 Stunden und. Ist ja lustig. Kann gar nicht sein. Na gut, starten wir den mal. So. War auch bloß ein Hamburger Halbzug hier. Reicht das? Ich glaube, wir alarmieren mal nochmal. Ähm.
Geht das hier drüber, über den hier? Über den. Du bist nichts, du bist das. Löschzug nachalarmieren, B-Dienst, Feuer 2 alarmieren, Abspannen, Brandmeldeanlage. Ich will hier Eames holen hier. Na, wie heißt es? Hier, Wedel. Wie hole ich denn die? Anton hat keinen Plan, Anton hat keinen Plan. FF, da. Da. Sehr schön. Hole ich die doch mal dazu, weil die schaffen das hier bestimmt auch alleine, aber trotzdem holen wir mal die FF dazu. Geht hier denn jetzt auch die Sirene? Nee, bestimmt nicht, ne? Was steht da? Kann man das lesen? Nee. Schade. Ah, meine Nase juckt. Ist das normal? So. Was macht ihr momentan in den Ferien? Ich glaube, so ziemlich viele haben Ferien. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Bundesländer momentan gleichzeitig Ferien haben. Ob es alle sind, ob es nicht alle sind. Das ist aber nicht Wedel. Das ist Wedel. Wieso kommen die denn jetzt? Ist Wedel nicht einsatzbereit oder was? Oder habe ich mich schon wieder irgendwo verklickt? Wahrscheinlich. Ich wollte die FF haben. Hallo. Die FF-Röhre Wedel ist derzeit außer Dienst. Es wird ein HLF angefordert. Achso, dann rückt jetzt wieder eins von hier aus. Eine selbstmordgefährdete Person droht, von einem Gebäude zu springen. Retten Sie sie. Das schaffen wir. Von wo kommt denn das Löschfahrzeug, das HLF? Von hier oben? Von hier? Von da? Von überall? Weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall, wir brauchen hier ein... da. Wir brauchen eine Drehleiter. Ich hole einfach mal... THY... Ich alarmiere so. Ich brauche ein HLF. Ich brauche ein KLF. Ich brauche eine Drehleiter. Ich brauche... Rüstwagen brauche ich nicht. Dekon brauche ich nicht. Adin brauche ich nicht. Nee, nee, nee. Befehlswagen. Nein, den brauche ich auch nicht. Eine Pol wäre noch nicht schlecht. Und ein Krankenwagen wäre auch nicht schlecht. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. So. Fahren wir nach da. Das Gebäude brennt nämlich auch schon. Auf dem Weg. Absetzen, Feuer. Geh mal ein bisschen dichter ran. Du löschen das Gebäude. Wahrscheinlich muss ich da noch ein... Du installierst mal. Vielleicht kriege ich die ja so runter ohne Sprungtuch. Wäre cool. Fahrzeug 40 hört. Absetzen. Rinnenkorb und hol die da raus. Fahrzeug 41 hört. Renn ins Gebäude und schnapp ihn dir. Oder zähl, warte mal. Bring ihn mal runter. Dann wirst du gleich in Polizeigewahrsam genommen. Obwohl es wahrscheinlich sinnvoller wäre, wenn dann den Rettungsdienst übergeben wird, finde ich. So, deinstallieren. Ihr könnt wieder abrücken. Du kannst da, achso, parken, Fahrzeug 41 parken, hört. Fahrzeug 13. Parken, Hotel, parken, Hotel. Ihr habt ja auch Achtung, nichts zu tun. Verkehrsunfall. Versorgen Sie alle Opfer und transportieren Sie sie ab. Das ist ja baut. Auch die Fahrzeugwracks. So, ach du Kacke. So, TH Wasser Y. Mal gucken, was da so kommt. Theoretisch könnte ich die Drehleiter auch noch installieren. Brennt der da schon? Achso, das ist das gesamte Gebäude. Ist Wedel immer noch außer Dienst? Kommen die erst ab einer bestimmten Zeit, so nachmittags in den Dienst oder so? Oder was? Ich hätte gern Wedel hier. Das sind die Taucher. Okay, okay. Ich brauche noch einen Kran, ne? Dann alarmiere ich mal noch einen Kran mit. Kran alarmieren. So, was ist das? THW? Weiß ich nicht. Brauche ich, glaube ich, nicht. B-Dienst wird alarmiert. Alter, was hier alles kommt bei Wassernotfall. Was kommt da? Da kommt ein... Was bist du? Du bist der... Ist das der B-Dienst? Ja.
Fedel ist immer noch außer Dienst. Hm. Guck mal, der Kran ist früher da. Ist ja geil. Ihr stellt euch mal nach da. Genau, du stellst dich erstmal nach da. Ich weiß nämlich noch nicht, wie ich dich brauche. Ihr beide nach da. Jetzt ist die Frage, brauche ich dazu die Tauchergruppe? Nein, brauche ich nicht. Gut. Drehleiter nach hier blockieren. Wasserrettung nach hier. Stellt euch mal nach da so in etwa. B-Dienst. Achso, das war jetzt bis dafür. Ach, ist schon aus. Ja, dann rückst du bitte weiter. Ich brauche ja auch noch... Obwohl, ich kann auch theoretisch den Rüstwagen alarmieren. Fahrzeug so, 9. Leg mal... wo kannst du den niederlegen? Da. Kein Problem. So, jetzt brauche ich eine Schere. Habt ihr eine Schere drauf? Ich glaube nicht, ne? Kann ich mir nicht vorstellen. Nee, wollte ich sagen. So... Hallo, du sollst gleich weiterrücken, habe ich gesagt. Medizinischer Notfall. Ein Kreislaufversagen wurde gemeldet. Versorgen Sie das Opfer und transportieren Sie es ab. Wieder mal auf der Reeperbahn, oder was? Oder dahinter? Im Gebäude? Oder wo? Ich sehe den jetzt nicht. Scheint im Gebäude zu sein. Also brauchen wir erstmal ein dahin bitte. Dann müsste hier im Gebäude sein, theoretisch. So, Notfall. Ich glaube... Brauchen wir dafür schon NA? Ich weiß es nicht. So. Absitzen. Eine Schere, bitte. Was könnt ihr denn da noch so alles holen? Tragkraftspritze aufstellen. Aufschneiden. Medizinischer Notfall. Eine Person ist gestürzt und hat sich leicht verletzt. Leicht verletzt. Versorgen und abtransportieren. Wo denn? Ich höre dich doch schon. Ach da. Okay, nochmal einmal Notfall. So ziemlich genau gleiche Ecke. So. Da ist der Rüstwagen, den brauchen wir wahrscheinlich gar nicht mehr. Ist da bloß eine Person drin? Das ist doch praktisch. So. Notarzt bitte. Und dafür so ein großes Aufgebot. Oder muss ich das noch mehrfach aufschneiden? Nein, geht nur einmal. Gut, den kann der Rest wieder abrücken, oder was? Die Polizei bleibt mal noch. Ah, schade. Fahrzeug 38. Du? Bist du das? Ja. Abspann. Fahrzeug 5. Kann der B-Dienst eigentlich auch abspannen befehlen? Nee. Fahrzeug 33 parken. Fahrzeug 5. Parkst du bitte auch? Okay, ich glaube, hier gibt es keinen Bestatter, ne? Ja, nehmen die mit. Okay.